Weil Ushuaia zu Argentinien gehört, war Puerto Montt für uns der erste Hafen zurück in Chile und für Joshua, Tini, Markus und mich ging es dann auch direkt nach dem Frühstück von Bord. Wir hatten nämlich über AIDA einen Rafting-Ausflug gebucht, auf den wir uns schon ganz lange im Vorfeld gefreut haben. Eigentlich hätten wir den Ausflug gerne selbst organisiert, aber mit den Zeiten hätte das alles nicht gepasst, deshalb waren wir froh, dass AIDA das Wildwasser-Rafting ebenfalls angeboten hat. Mit dem Tender ging es für uns dann an den Hafen, wo wir in Minibusse umgestiegen sind und mit denen sind wir dann ungefähr 45 Minuten in Richtung des Kleinstädtchens Ensenada gefahren. Auf dem Weg konnten wir nicht nur die wunderschöne Natur bestaunen, sondern haben auch direkt gemerkt, dass in dieser Region viele Deutsche leben. Zum Beispiel sind wir an vielen Cafés vorbeigekommen, wo dann dran stand, dass sie Kuchen anbieten und wir haben unter anderem auch eine deutsche Schule gesehen. An der Station von Co-Kajak haben wir dann unsere Ausrüstung bekommen, also das waren zum Beispiel Neoprenanzüge, Schuhe, aber natürlich auch Helme, damit wir dann im Fluss gut geschützt sind. Und natürlich gab es auch eine Sicherheitseinweisung, wo wir natürlich alle ganz, ganz gespannt zugehört haben, wie ihr das hier sehen könnt. Mit der ganzen Ausrüstung im Schlepptau ging es für uns anschließend weiter in Richtung des Flusses Pedro Hue. Ich hoffe, ich spreche das zumindest annähernd richtig aus. Und während der Fahrt hatten wir dann auch nochmal einen total tollen Blick auf den Osorno-Vulkan. Da gibt es gleich zwei von in der Region und die haben wirklich alles überragt. Ich fand das einfach nur faszinierend und total schön. Als es dann ins Wasser ging, muss ich sagen, hatte ich nochmal richtig Bammel, denn wie ihr sehen könnt, war der Fluss wirklich schnell und da waren auch direkt einige Stromschnellen. Ich habe vorher noch nie Wildwasser-Rafting gemacht, deswegen war ich wirklich Neuling und wusste noch gar nicht so richtig, wie mir geschieht. Aber wie ihr sehen könnt, das Wasser war wirklich unfassbar klar. Also man hat jeden Stein gesehen, an dem man vorbeigesaust ist und man hatte auch wirklich einen total tollen Ausblick auf die Natur, auf den Vulkan. Also ich hätte es mir wirklich nicht schöner vorstellen können. Insgesamt waren wir, glaube ich, 5 oder 6 Boote und in jedem der Boote saß dann nochmal ein Guide von Co-Kajak, denn die kennen sich natürlich am besten aus, wissen genau, auf was man achten muss, wo die großen Steine und die großen Stromschnellen kommen. Also die haben uns da wirklich gut durchgeleitet und das, obwohl wir kleine Koordinationsschwierigkeiten hatten. Also es hieß dann immer wieder Coordination, Coordination. Manchmal waren auch große Stromschnellen, wo wir uns dann ins Boot zurückziehen mussten. Also das war schon wirklich Nervenkitzel pur. Also ich muss sagen, ich bin eigentlich nicht die Erste, die bei solchen Abenteuerfahrten hier schreit, aber ich kann euch sagen, wenn ihr jemals die Möglichkeit kriegen solltet, sowas auch in so einer schönen Natur machen zu können, dann macht es auf jeden Fall, denn daran werdet ihr euch noch ganz, ganz lange zurückerinnern können. Und ich meine, wenn man das geschafft hat, kann man wirklich unfassbar stolz auf sich sein. Während der Fahrt hat uns auch die ganze Zeit ein Fotograf begleitet. Also ich fand das total freaky, weil der hatte so ein kleines grünes Kajak und ist uns dann immer schnell vorausgepaddelt oder saß dann immer auf irgendeinem großen Felsen, um uns abzulichten. Die Bilder konnte man dann wirklich relativ günstig im Anschluss kaufen. Also das waren dann irgendwie pro Person 5 Euro, was echt okay war pro Boot. Genau, und hier seht ihr auch nochmal einen kleinen Schnappschuss von uns, wie wir da wirklich vor dem Vulkan mit unserem Bötchen langgeraftet sind.
Tini hat sich kurz vor Ende sogar nochmal komplett ins Wasser getraut. Wie ihr sehen könnt, war die Strömung wirklich relativ stark. Also sie musste sich dann auch direkt am Boot festhalten. Aber Markus hat sie direkt wieder rausgezogen. Also alles gut und das Wasser war wirklich herrlich erfrischend. Also das war es auf jeden Fall wert. Zurück an der Station haben dann direkt Getränke und Snacks auf uns gewartet. Also neben dem Pisco Sour gab es dann auch Pizza und Sandwiches, wie ihr sehen könnt, Chips und Obstsalat. Also wir hatten wirklich richtig Kohldampf und haben alles verputzt. Genau, und anschließend ging es dann auch schon wieder zurück für uns. Wir waren wirklich alle selig, todmüde und wir sind dann auch relativ bald ins Bett gefallen. Nach einigen Tagen Erholung auf See sind wir dann in San Antonio angekommen. Das ist der größte und wichtigste Hafen von ganz Chile. In der Stadt gibt es an sich relativ wenig zu sehen, also die haben einen ganz netten Fischmarkt und so weiter, aber das ist eigentlich nicht tagesfüllend. Deshalb ist man gut beraten, einen Ausflug nach Valparaíso oder so wie wir nach Santiago zu machen. Wir hatten uns dazu entschieden, mit dem Bus nach Santiago zu fahren. Das hat nur wenige Euro gekostet und war auch ein Erlebnis für sich. Und in Santiago sind wir dann über Nacht geblieben, da hatte ich schon im Vorfeld ein Hotel gebucht. Im Hotel angekommen, haben wir dann nur kurz unsere Sachen abgestellt, haben uns so ein bisschen frisch gemacht und sind nach einer kleinen Stärkung weitergefahren mit dem Uber. Auch das hat hier wieder nur wenige Euro gekostet und kann ich euch wirklich empfehlen. Unser Ziel war hier der Cerro Santa Lucia. Auch hier hoffe ich wieder, dass ich das zumindest halbwegs richtig ausspreche. Das ist so ein kleiner Berg mitten in der Stadt. Der ist total schön angelegt mit so Gärten und kleinen Brunnen und einer kleinen Festung. Also wirklich schön anzusehen. Und dort haben wir dann unter anderem auch Joshua und Tini wieder getroffen. Vom Berg aus hatten wir einen tollen Ausblick über die Stadt. Auch hier wurde wieder deutlich, dass Santiago wirklich eine Stadt der Gegensätze ist. Also da stehen die modernen Wolkenkratzer dann direkt neben irgendwelchen alten, schönen Gebäuden. Das war wirklich sehr schön anzusehen. Nachdem wir alles erkundet hatten, sind wir dann auf der anderen Seite des Hügels wieder runtergegangen und sind dann zu viert in Richtung von Joshuas und Tinis Hotel gegangen. So hatten wir nochmal die Gelegenheit, die Stadt ein bisschen zu Fuß zu erkunden und das war auch wirklich sehr, sehr schön.
unter anderem sind wir auch in diesem Park vorbeigekommen, wo total aberwitzige Gestalten und Skulpturen ausgestellt waren. Am schönsten fand ich diese riesigen Seifenblasen, also sowas hätte ich in München gerne auch. Ich fand, das sah total schön aus. Tini hat noch versucht, ein paar Seifenblasen zu fangen, ja, und ich habe mich wirklich in dieses Farbenspiel verliebt. Das Hotel von Joshua und Tini hat sich direkt neben einem großen Einkaufszentrum befunden und dort sind wir dann erstmal in den Supermarkt gegangen. Ich finde es ja wirklich immer total spannend, in anderen Ländern in die Supermärkte zu gehen, um zu gucken, was es dort so gibt. Hier gab es ganz, ganz viele deutsche Produkte, also neben edlen Tropfen gab es auch wirklich ganz viel Schokolade, Eiweißbrot, Pumpernickel, also wirklich alles, was man aus Deutschland kennt. Das fand ich total interessant zu sehen und hat vielleicht auch nochmal davon gezeugt, dass halt wirklich ganz, ganz viele Deutsche auch nach Chile ausgewandert sind. Witzig fand ich auch diese Fußmatte, die hätten wir uns fast fürs Schiff gekauft. Außerdem fanden wir es sehr interessant, wie in anderen Ländern Werbung gemacht wird. Joshua und Tini haben uns dann noch kurz in ihr Hotel eingeladen. Hier hatten wir vom 17. Stock aus wirklich einen atemberaubenden Blick über die Stadt. Was meint ihr? Also ich konnte mich daran gar nicht satt sehen. Und nach einem kleinen Snack bei Wendy's ging es für uns dann wieder zurück in unser Hotel. Und am nächsten Tag ging es für uns vier dann zurück mit dem Bus nach San Antonio. Die Fahrt dauert so ungefähr 1,5 bis 2 Stunden, je nachdem, ob man im Stau stecken bleibt oder nicht. Ja, und damit ist dann auch schon der erste Abschnitt unserer Reise zu Ende gegangen. Ich finde es total verrückt und dann standen auch am Hafen die ersten Leute, die wieder aufgestiegen sind. Also ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass wir schon so lange unterwegs sind. Aber wir haben auch wirklich schon unglaublich viel erlebt und sind sehr, sehr dankbar für jeden Eindruck.